Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin eine Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ich habe schon die erste Audition, die Blind Audition von der Emma gesehen. Ich kann das Video gerne hier oben verlinken und war total begeistert. Und darum hat es mich so interessiert, wie ihr nächster Auftritt war. Und darum möchte ich sehr, sehr gerne mit euch gleich in das Video reinhören. Sie macht Changes. Ich mag das Intro so sehr. Erinnere mich gerade an die Zeit, als ich so alt war wie Emma und den Song im Original gehört habe. Come on, come on, I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life going to me, should I blast myself? I'm tired of being poor, living on the edge. My stomach hurts, I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about zero. Pull a trigger, kill a brother, he's a hero. Give the crack to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. Okay. Also ich habe ja die erste Audition von der Emma schon gesehen und war mega begeistert über ihre Präsenz, ihre Ausstrahlung, ihre Atemkontrolle, die Wechsel zwischen Rappen und Singen. Das hat sie total toll gemacht. Und jetzt denke ich gerade, ich habe mir die Gedanken vorher nicht gemacht, jetzt denke ich gerade, ich finde es ein bisschen speziell, dass sie diesen Song ausgewählt hat. Weil in dem Song geht es um einen jungen Mann, der schwarz ist, der irgendwie im Ghetto lebt, dessen Magen wehtut, wahrscheinlich weil er Hunger hat, und der darum überlegt, ob er kriminell werden soll oder ob er sich gleich umbringen soll. Und ich finde, das ist nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es gerade ein bisschen schräg, das zu hören von diesem jungen Mädchen, weil ich das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich nicht so ganz authentisch. Ich weiß nicht, wie viel sie schon zu tun hatte mit Hungern, mit Kriminalität, mit Polizeigewalt. Und eigentlich mag ich das total, dass sie sich so natürlich auf der Bühne verhält, dass sie noch ein paar Tanzmoves hat. Super. Aber es ist für den Song irgendwie ein bisschen speziell, finde ich jetzt gerade. Cops give a damn about zero. Pull the trigger, kill a brother, he's a hero. Give the crack to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First shipping dope and deal brothers. Giving guns, step back, watch you kill each other. It's time to fight back, that's what Shuby said. Two shots in the dark, now Shuby said. Also was man sagen muss, ist rein technisch, es ist super tight. Es ist ganz, ganz gut mit der Rhythmik. Die Betonungen sitzen. Es ist, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass sie jemals stolpern könnte. Ihre Zunge fließt da so drüber hinweg über den Text. That's just the way it is. Things will never be the same. Ja, schön, dass sie eine kleine Variation macht, nach oben geht. That's just the way it is. Ja, sie hat mich so, sie hat so eine süße, nette Ausstrahlung. Aber eben darum sage ich, ich habe das Gefühl, das ist nicht der Song für sie. Und wie gesagt, das ist nicht Emmas Schuld. Emma ist 14, obwohl sie sehr, sehr schön, eine schöne Aussprache hat im Englischen. Ich weiß nicht, ob sie jedes Wort versteht. Ich denke, das wäre vielleicht was gewesen fürs Team oder so, um sie darauf aufmerksam zu machen, ob der Song tatsächlich so zu ihr passt. Aber das ist vielleicht auch nur, ich persönlich, für mich ist immer, oder so arbeite ich mit allen Sängern, die ich coache, ich finde immer, auf eine Bühne zu stehen, nur um auf eine Bühne zu stehen, damit alle sagen, wow, du singst toll, das finde ich super uninteressant. Es gibt so viele tolle Sänger, das ist irgendwie, ehrlich gesagt, nichts so Spezielles. Aber auf die Bühne zu stehen und eine Geschichte zu erzählen, die Leute mitzunehmen, auch wenn es nicht die eigene Geschichte ist, die so zu verkaufen, das wäre es die eigene Geschichte, ehrlich gesagt, finde ich das halt spannend. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless you share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how we're supposed to be. How can the devil take your brother if he's close to me? Ach, das ist cool, wie sie mit der Klangfarbe spielt, wenn sie How can the devil, wenn sie da hochgeht und eine helle Klangfarbe hat. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Auch für ihr Alter.
That's the way it is. You're my brother, you're my sister, no. Ja, ich mag die Wechselsister ganz souverän mit den Wechseln. Wait it is, wait it is. Some things will never change. Ja, also was soll ich sagen? So begeistert, wie ich war von der ersten Audition, finde ich diesen Auftritt, klar, definitiv solide und technisch gut gemacht. Aber es lässt mich mit ein bisschen einem komischen Gefühl zurück, einfach weil ich finde, der Song und die Interpretin, oder ich stelle es mal in den Raum, ob der Song und die Interpretin so zueinander passen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Meinung. Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.